Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft TV. Gute Laune in diesen Tagen an den Börsen rund um den Globus. Der DAX hat seit langer Zeit wieder einmal die 10.000-Punkte-Marke übersprungen. Grund sind Hoffnungen auf eine Ausweitung der Geldpolitik der EZB und auch der amerikanischen Notenbank, die möglicherweise die Füße etwas länger stillhalten könnte, als viele dachten. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Chefvolkswirt der Privatbank Safra Sarrazin, Carsten Junius. Herr Junius, schön, dass Sie hier sind. Wie gesagt, die spannende Frage ist natürlich jetzt, wird die amerikanische Notenbank, die Fed, die Füße doch länger stillhalten, als viele erwartet haben, oder gibt es doch zeitnah den ersten Zinsschritt? Die amerikanische Notenbank hat auf jeden Fall eins klar gemacht, und das ist, dass sie große Sorge hatte um die Weltkonjunktur und ihre Geldpolitik danach ausrichten wird. Das heißt, wenn wir weiter Schwächetendenzen in China sehen, dann wird es mit einer Zinserhöhung dieses Jahr nichts mehr. Dennoch, das Hauptszenario der Fed, das hat sie klar gemacht, ist auch, dass sie noch etwas optimistischer ist und eigentlich eher die Zinsen erhöhen möchte, wenn es die Märkte und die Konjunktur zulassen. Selbst wenn wir aber einen Zinsschritt jetzt bekommen sollten, können wir da schon von einer Zinswende sprechen? Es kommt dann darauf an, wie der weitere Ausblick für das nächste Jahr dann wäre. Und ich glaube, auch hier können wir der Fed vertrauen, dass sie die Konjunktur, die Weltkonjunktur und die Finanzmärkte nicht mit zu starken Zinserhöhungen in die Knie bringen wird. Das heißt, ich glaube, selbst wenn es zu Zinserhöhungen kommt, dass die Fed noch so expansiv bleibt, dass die Märkte davon profitieren können. Sprechen wir über die EZB. Auch da hoffen natürlich Anleger, dass das milliardenschwere Anleihekaufprogramm ausgeweitet wird. Bislang hat es relativ wenig gebracht, denn das Ziel war ja, die Inflation anzuheizen. Das hat wenig gebracht. Im Moment sprechen wir sogar schon wieder von einer Deflation. Wird dieses milliardenschwere Kaufprogramm, wie gesagt, ausgeweitet? Es ist richtig, dass die Inflation jetzt erstmal zwischenzeitlich hoffentlich wieder in den negativen Bereich gerutscht wird, sodass es klar ist, dass die Europäische Zentralbank diskutieren musste, ob weitere Schritte, mehr Liquidität notwendig ist. Ich glaube tatsächlich, dass die EZB Staatsanleihen und Wertpapiere über September 2016 hinaus kaufen wird. Das heißt, ihr Programm verlängert, um die Wirtschaft länger zu unterstützen. Unterstützung bringt es auf der einen Seite, aber wie gesagt, die Inflation kommt überhaupt nicht in Gang. Also welche Mittel hat möglicherweise die EZB noch, oder ist das letzte Pulver mit diesem Kaufprogramm, mit diesem Anleihenaufkaufprogramm tatsächlich verschossen? Theoretisch könnte sie auch noch mal die Zinsen senken, auch wenn der EZB-Präsident Draghi das eigentlich ausgeschlossen hatte. Ich glaube, wir müssen jetzt nun auch warten, dass die Maßnahmen wirken. Liquidität ist genug da. Die Kreditvergabe springt leicht an. Aber vielleicht sind die Belastungsfaktoren insgesamt auch so groß, dass wir mehr Geduld haben müssen. Große Sorge bereitet seit einiger Zeit die chinesische Wirtschaft. Dort versucht man, ein Soft Landing hinzubekommen. Wird das Ihrer Meinung nach klappen? Ich glaube, China ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Wir erwarten, dass die chinesische Regierung weitere Maßnahmen treffen muss, um ein Soft Landing hinzubekommen. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig. Sprechen wir über die deutsche Wirtschaft. Da haben wir schwache Konjunkturdaten jetzt bekommen. Die Aufträge für die deutsche Industrie sind deutlich zurückgegangen. Die Exporte sind regelrecht eingebrochen, um über 5% im August. Wie ist es um die deutsche Wirtschaft bestellt? Ich gehöre eigentlich zu den Optimisten, was die deutsche Wirtschaft angeht. Allerdings muss ich sagen, dass die letzten Zahlen der Exporte, Auftragseingänge, Industrieproduktion mich auch etwas trübsinniger gestimmt haben. Ich setze voll darauf, dass der private Konsum, dass die Bauwirtschaft wieder anspringt, sodass die interne Nachfrage die Konjunktur in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr deutlich stimulieren sollte. Herr Junius, was bedeutet das alles jetzt, dieser Cocktail für den Euro? Geht die Seitwärtsbewegung, die wir seit einiger Zeit sehen, weiter? Tendenziell könnte man davon ausgehen, dass der Euro sich etwas abschwächt, wenn die Fed irgendwann mal in die Puschen kommt und die Zinsen erhöht. Darüber haben wir gesprochen. Das sieht so aus, dass sie sehr, sehr vorsichtig agiert. Und das ist, glaube ich, ein allgemeiner Trend aller Notenbanken. Keine möchte eine zu starke Aufwertung ihrer Währung zulassen. Und deswegen wird es wahrscheinlich bei einem Seitwärtstrend der meisten Währungen übrigens bleiben. Vielleicht beim Euro mit einer leichten Schwäche-Tendenz gegenüber dem US-Dollar.
Sprechen wir abschließend über den deutschen Aktienmarkt. Da haben wir jetzt eine Erholung gesehen von den Tiefständen. Ist das möglicherweise jetzt schon eine Trendwende? Das heißt, sehen wir eine Bodenbildung zwischen 9.500 und 10.000 Punkten oder ist das nur eine kleine Zwischenerholung auf dem Weg nach unten? Wir bleiben bei unserem Kursziel von 11.000 Punkten zum Jahresende. Das heißt auch, dass wir glauben, dass irgendwo in dem Bereich zwischen 9.000 und 10.000 tatsächlich so starke Widerstände sind, dass die Anleger dann nicht mehr verkaufen. Wie gesagt, Liquidität ist ja genug am Markt und eigentlich ist die Wirtschaft auch insgesamt stabil, sodass wir fürs vierte Quartal optimistisch bleiben. Sagt Carsten Yunus von Safra Sarasin. Danke fürs Gespräch. Ja, soweit, liebe Zuschauer, der Blick auf die Politik der amerikanischen Notenbank, der Blick auf die EZB und auch eine kleine Prognose für den deutschen Aktienindex. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.